1200 Punkte für die Herausforderer und 300 Punkte nur für euch, Martin, Henning und Robby. Ne, ist kein Thema, ihr seid das fünfte Mal, das kann halt mal passieren. Es kommt ja auch mal vor, dass bei einer Veranstaltung von euch, die ihr macht, auch nicht viele Leute kommen, oder? Das hat schon gegeben, ja. Was macht man denn? Sagt man dann ab oder macht man mit den wenigen, die da sind, dann einen schönen Abend? Dann trinkt man einen mehr. Ist das nicht so ernst zu sehen? Nee, ganz ehrlich. Ernst jetzt? Nein, dann müssen wir durch. Das ist das Risiko. Ganz normal. Ich glaube, das haben wir auch schon ein paar Mal gehabt. Das Unternehmerrisiko. Ja, das haben wir aber alle. Kommen wir mal mit Hink, denn der muss ja so einen Abend oft gestalten. Stellen wir sich mal vor, da ist ein Abend, der aus welchen Gründen auch immer, Fußball oder ich weiß nicht was, auf einmal die Tore zulässt, keiner kommt. Hat man da Lust, Musik aufzulegen? Ich sag mal so, man hat weniger Lust, vor 10 Leuten zu spielen als vor 1000, das ist richtig. Aber andererseits, wenn ich vor 10 Leuten, selbst die können manchmal bessere Party machen als zumindest 500 Leute, sag ich mal so. Es kann mehr Spaß sein, sogar mit 10 Leuten. Hm. Aber wenn man viele erwartet hat und es kommt wenig, ist die Enttäuschung natürlich groß. Man stellt sich so vor, wenn ihr Partys macht, dass ihr Nachtmenschen seid. Sagt ihr Nachtmenschen, Henning, dass ihr am Tage in dem Maulwurfloch irgendwo liegt und nachts rauskommt? Wir kommen einfach besser mit der Zeit zurecht, aber es ist doch, wir schlafen manchmal länger am Tag, so in der 12, Woche. 1, 2, mittags. Ja, für Robby als Veranstalter ist die Nacht ja dann am Morgen zu Ende, ne? Mit allem ja. Dran abrechnen, sauber machen und fertig alles. Richtig. Wie viele Stunden bist du dann unterwegs? Bei einer guten, großen Party 16 Stunden. Mhm. Und dann ist es auch, ist man auch genervt. Mhm. Ne? Gut, genervt wollen wir nicht. Ihr geht ins Wochenende hoffentlich entspannt und vielleicht mit unserem Championspreis, das wird sich zeigen, zweite Runde. Der internationale Seegerichtshof ist das Schwerpunktthema bei uns heute in der zweiten Runde. 7 Fragen werde ich stellen, 3 mögliche Antworten werde ich auch vorgeben. Weiß ein Team die richtige Antwort, vergeben wir 100, 200, 300 oder 400 Punkte. Das hängt immer davon ab, welchen Buchstaben man sich aussucht. Also ein bisschen Glück ist hier auch gefordert. 400 Punkte gibt es nur einmal, das ist die Bonusfrage. Und hier ist egal, welches Team dieses Feld aufdeckt. Sollte es aufleuchten, müssen unsere Kandidaten versuchen, so schnell wie möglich unseren roten Signalknopf zu drücken. Den Internationalen Seegerichtshof wollen wir jetzt einmal vorstellen. Das vorläufige Gebäude des Internationalen Seegerichtshofes befindet sich im Stadtzentrum in der Wechsstraße. Am 18. Oktober letzten Jahres erfolgte in Hamburg die Vereidigung der Richter. Der Gerichtshof wurde aufgrund des Seerechtsabkommens von 1982 etabliert und unter der Beteiligung der Hansestadt aufgebaut. Seitdem befassen sich die Juristen mit so komplizierten Themen wie zum Beispiel der Regulierung der Ausbeutung des Meeresbodens und der Festlegung seewertiger Grenzen der Meeresgebiete. Soweit die Einstimmung auf unser Schwerpunktthema. Ihr dürft beginnen. D. Das ist D. 200 Punkte. Wer vereidigte am 18. Oktober 1996 in Hamburg die Richter des Internationalen Seegerichtshofes, wollen wir wissen. 3 mögliche Kandidaten zur Auswahl. Den ersten Mann des Staates, Bundespräsident Herzog, haben wir hier. Den damaligen Generalsekretär der UN, Boutros Ghali, oder der Präsident des Gerichtshofes, Mensah. Wir nehmen das zweite. Boutros Ghali ist korrekt, das war der damalige Generalsekretär der Vereinten Nationen, Dr. Boutros Ghali. Ihr hättet es auch gewusst, ich weiß, ja, klar. Aber jetzt dürft ihr euch eine Frage aussuchen und ich hoffe, ihr wisst sie auch. Ganz unten noch zum G? Ja. Okay. Und zum G, bitte. Ganz unten weg, das G. Was ist los? Was ist los? Wieso drückt ihr denn beide? Ihr werdet langsam nervös hier schon, ja? Meine Güte, das haben wir noch gar nicht gehabt hier. Also es ist nicht die Bonusfrage, nur bei der Bonusfrage drücken, ja? Ich will das einmal noch nachsehen, ja? Das ist die Nervosität am Champions-Tag. Es geht um 300 Punkte, das G ist gefragt. Der Gerichtshof ist das zentrale Forum zur Beilegung von Streitigkeiten, die sich aus dem Seerechtsübereinkommen ergeben. Wir wollen wissen, wie viele Staaten sind Vertragsparteien des Übereinkommens? Sind es 114, ist der Vorschlag 1, 265 ist der zweite Vorschlag oder 463? Es ist 114, vermutlich. Ja, das ist korrekt. Und damit, meine Herren, Mystery Pool. Nehmen wir das F. Ja, die Nervosität ist raus, ihr habt nicht gedrückt, das freut mich. Wo wird der zukünftige Sitz des Internationalen Seegerichtshofes in Hamburg sein, wollen wir wissen. 3 Straßen zur Auswahl. Vorschlag 1 an der Elbchaussee, in der Roten Baumchaussee oder im Gänsemarkt. Was meinen Sie denn? Elbchaussee? Ja. In welchem Hamburger Stadtteil, dessen Haupterwerbszweig früher die Fischfabrikation war, befindet sich das Institut für Hydrobiologie und Fischereiwesen
das gerade sein 50-jähriges Bestehen feierte. Wie heißt der Stadtteil? St. Pauli. Nein? Das ist Altona. Ja. Und damit gehen die Punkte an euch und ihr dürft euch gleich wieder auch das nächste Feld aussuchen. Frage und Bereich. Wissenschaft 300, haben wir doch schon gesagt. Ja, ja, okay. Wissenschaft 300. Ab wann entstand das Universitätsviertel um den heutigen Campus in Roter Baum? Also die Universität wurde 1919 gegründet und dann ging das da wohl auch los. Nein. Das war schon, ach, das ist natürlich... 19. Jahrhundert? Nee. 57. Ab 57, 59. Ende der 50er Jahre, sowas. Was nehmen wir dann? Die Kirche 200. Die Kirche 200 hat... Kirche 200? Trauen wir uns jetzt mal ran an die Kirche? Hm? Seid ihr alle konfirmiert, meine Herren? Ja. Das werden wir jetzt testen. Bischof Karl Ludwig Kohlwage ist der Vorsitzende der Kirchenleitung welcher Kirche? Nordelbisch. Ja. Na? Persönlichkeiten 300 vielleicht? Ja. Persönlichkeiten 300? Ja. Welcher in Polen geborene 69-jährige Satiriker, der seit 1968 in Hamburg lebt, trägt denselben Namen wie ein Baumprodukt? Gabriel Laub. Ja. Ja, unsere Wortspiele kennt ihr auch, ne? Die Kirche 300. Ja, Kirche 300. Welche Sprache wird in der tempelartigen Kirche gesprochen, die am Zeughausmarkt liegt? Lateinisch? Nicht Lateinisch. Das ist Englisch. Englisch, natürlich. Eine englische Kirche. St. Thomas a Becket. So, was nehmen wir? It's your turn, please. Persönlichkeiten? Ja. Persönlichkeiten 100. Ja. Persönlichkeiten 100. Der Staatsrat der Hamburger Kulturbehörde, Dr. Knut Nevermann, ist der Sohn eines berühmten Hamburgers. Von wem denn? Von dem früheren Bürgermeister. Genau. Wie heißt er mit Vornamen? Paul. Paul Nevermann. Bürgermeister von 1961 bis 1965. Kirche oder Wissenschaft? Wissenschaft 100. Mhm. In welchem großen Gebäude an der Roten Baumchaussee ist der Fachbereich Ethnologie, also Völkerkunde, der Universität untergebracht? In dem Museum für Völkerkunde. Genau. Ja, das letzte. Große Auswahl habt ihr nicht mehr. Kirche 100 geht an euch. Was erinnert im Stadtteil Harvestehude noch heute daran, dass hier einst ein Kloster stand? Naja, der Straßenname Klosterstein. Ja, natürlich, zum Beispiel. Oder Jungfrauental, Nonnenstieg. Also die ganzen Straßennamen erinnern noch an das alte Kloster Herwarzhude. Das war die erste Runde. Der gesuchte Begriff befindet sich im Stadtteil Roten Baum und man kann sich dort wie Captain Kirk oder Mr. Spock einkleiden lassen. Der gesuchte Laden ist in Uninähe. Ja, das ist doch der Laden. Ja, andere Welten. Andere Welten. Haben wir zur Kenntnis genommen und lassen den Film weiterlaufen. Und er betreibt einen Versandhandel in Altona und da kann man spacige Literatur bekommen. In diesem Science-Fiction-Laden gibt es auf wenigen Quadratmetern alles von Akte X bis Raumschiff Enterprise. Gesucht war der Laden Andere Welten. Ich sag gerade, ihr müsst angreifen, habt ihr gemerkt, bei der zweiten Umschreibung erkannt, der Begriff und damit 200 Punkte für das Konto von Mystery Pool und im Anschluss gleich Film Nummer 2, bitte. Das Gebäude wurde 1984 fertiggestellt und war ein Teil der Leuchtfeuerkette und diente der Schifffahrt. Der gesuchte Turm ist 53 Meter hoch und steht am Geesthang. Der gesuchte Turm ist rot-weiß gestreift, hat eine rote Kuppel und steht im Bauspark. Ihr kennt das auch nicht. Habt ihr nicht hier drin, ne? Nichts zu wollen. Wenn ihr was sagen wollt, müsst ihr drücken, sonst nehme ich nicht. Sagt ihr was? Dann lösen wir das Ganze auf. Was kann das sein? Gesucht war der Leuchtturm Blankenese. Leuchtturm Blankenese, gibt aber auch keine Punkte Abzug. Gleich der dritte Film hinterher. Vielleicht klappt es hier besser. Wir suchen einen älteren Herrn mit grauen Haaren, der aus dem Fernsehen bekannt ist und
manchmal plattdeutsche Gedichte vorträgt. Die gesuchte Person ist beim NDR tätig und hat im Juni diesen Jahres zugunsten der Rathauspassage im Wohnstift Augustinum eine Lesung gehalten. Dieser Mann ist Tagesschausprecher und Kollege von Dagmar Berghoff und... Aua, Tometen, wie heißt das? Wilhelm Wiem oder Wiebken, Wilhelm Wiem, wird gesprochen. Nee. Was sagt ihr dazu? Nee. Haben die Mist gebaut? Wilhelm Wiem, wir lassen das so stehen und schauen weiter zu. Eva Herrmann. Und soweit ich weiß, auch ein sehr starker Raucher. Gesucht war Wilhelm Wieben. Setz dich durch bei den Kollegen hier. Also, Wilhelm Wieben wurde erkannt bei der dritten Umschreibung, allerdings erst zuletzt, und das bedeutet nur 100 Punkte und gleich der nächste Film. Gesucht wird eine vielbefahrene mehrspurige Straße, die durch ganz Deutschland führt. Die gesuchte Straße führt im Norden Richtung Flensburg, in Hamburg. Kielerstraße. Die Autobahn. Ja, es geht um die Straße und nicht um die Autobahn. Ja. Was wollt ihr nur sagen? Kielerstraße. Ich nehme das, was ihr möchtet. Kielerstraße. Hamburg hat sie mehrere Ausfahrten, zum Beispiel Volkspark oder Bahnfeld. Die gesuchte Autobahn führt durch den Elbtunnel und meist steht man dort im Stau. Gesucht war natürlich die A7. Also es war die A7, wirklich nicht die Kieler Straße. Die Kieler Straße führt zur A7. Ja gut, wenn ihr... Die geht auch nicht durch ganz Deutschland. Die A7 geht bis München. Die Kieler Straße geht nicht durch ganz Deutschland. Das wäre ein bisschen eine andere Geschichte. Wir haben noch einen letzten. Macht gar nichts. Das ist immer so ein bisschen aufgerieben am Champions-Tag. Hier ist Film Nummer 5. Also, der gesuchte Begriff beschreibt einen Buspendelverkehr der Linie 110, der das nervige Parkplatzsuchen unnötig macht. Das gesuchte öffentliche Verkehrsmittel ist eine Übergangslösung für die geplante S-Bahn-Linie zum Flughafen. Der gesuchte... Das ist der Airport Shuttle. Der Airport Shuttle? Ja. Oder heißt der so? Ja, da heißt der. Ja. Ach, wir wollten separat. Ach komm. Ja, wir wollten separat? Nein, separat. Airport Shuttle nehmen wir und lassen weiterlaufen. Bustransfer startet in Ulster und bringt Fluggäste zum Flughafen Fuhlsbüttel. Gesucht war der Airport Express. Naja. Halten Sie mal 100 Punkte ab. Shuttle Service war hier nicht gefragt, sondern es ging um den Airport Express. Die letzten Punkte konnten wir nicht vergeben, dafür haben wir nochmal 100 abgezogen. Wie es gesamt ausschaut, zeigen wir Ihnen gleich noch einmal der Blick auf das, was wir jetzt vergeben wollen.